Hallo, willkommen auf meinem YouTube-Kanal rund um den neuen Ford Focus MK4. Im heutigen Video geht es um die Boot-Start-Animation vom Sync-System, also die Animation, die erscheint, wenn wir ins Auto einsteigen und im Sync-System dieser schöne Animation erscheint. Habe ich euch gerade eingeblendet, genau um die geht es. Und ja, das Sync-System hat von Haus aus verschiedene Boot-Animationen drin. Und ich möchte euch in diesem Video hier zeigen, welche Boot-Animationen von Haus aus drin sind, damit ihr wisst, welche vorhanden sind und ihr euch die jeweilige rauspicken könnt, die für euch ja am besten geeignet ist, die ihr am schönsten findet. Man kann diese Boot-Animation nur als Info auch individualisieren, ist aber wieder ein eigenes Thema für sich, würde jetzt einfach den Rahmen dieses Videos hier sprengen. Damit wir hier diese Boot-Animation ändern können, brauchen wir natürlich die Foreskin-Software. Mit der Foreskin-Software verbinden wir uns mit dem Auto, gehen dann auf die Konfiguration, auf das API-Menü, Konfiguration per Menü und suchen dort nach Splash. So heißt nämlich das Ganze, Splash-Screen. Und dort, wie ihr seht, habt ihr eine komplette Liste, die ihr dann auswählen könnt. Damit ihr jetzt nicht jede einzelne Menüpunkt da auswählen müsst und euch dann mühselig da durchklickt und anschaut, wie diese Animationen denn tatsächlich aussehen, habe ich das Ganze für euch hier schon zusammengestellt. Welche Animation tatsächlich drin ist, hängt zum Teil von der Sync-Version ab. Und welche bei euch standardmäßig voreingestellt ist, hängt natürlich von eurem Modell ab. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn, fangen wir an. Ich blende euch jetzt nach und nach diese ganzen Animationen ein. Und nur noch mal ein weiterer Hinweis, diese Animationen bestehen in der Regel aus zwei Animationen. Also die erste Animation ist eine kurze Animation, die automatisch startet, sobald wir die Tür aufmachen. Und die zweite Animation startet automatisch hinter der ersten Animation, sobald wir hier die Zündung einschalten. Dann weiß nämlich das Sync-System, ich soll tatsächlich komplett hochfahren. Ich brauche also ein bisschen länger und somit startet er automatisch diese zweite Animation hinten dran. Ich habe diese Animationen zusammengefügt, sprich für euch sieht das jetzt fast so aus wie eine lange Animation, so wie es auch standardmäßig bei euch im Sync-System dann auch aussieht, wenn ihr ins Auto einsteigt und das Auto startet. Einige Animationen sind auch tatsächlich etwas länger. Ich glaube, die ST-Animation ist ein bisschen länger, werdet ihr aber gleich alles sehen. Ich habe das Ganze so benannt, wie es auch in dieser Liste in Foreskin ist. Sprich, wenn euch die Animation Nummer 12 gefällt, dann wählt auch in dieser Liste Nummer 12 aus, beziehungsweise den Namen, der da steht. 1:1 könnt ihr das Ganze übertragen. Und ich habe die aktuellste Sync-Version verwendet, die es Stand jetzt gibt. Dort diese Animationen dann extrahiert, damit ihr es schön auf dem Bildschirm seht und nicht hier irgendwelche mit Spiegelungen oder sonst irgendwas euch die einzelnen Animationen anschauen müsst. Ja, okay, lange Rede, kurzer Sinn. Ich blende euch die Dinger jetzt nach und nach ein. Viel Spaß damit, habt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!